Stealth Stinger. Supercharged. Ja, Tachyon, Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu Skylander Superchargers, einem neuen Skill-Video. Heute gibt es für euch, Freunde, ihr seht es, Super Short Stealth. Auf. Jawohl, Freunde, wiederkehrender Skylander ist mittlerweile Nummer 4? Ja, oder? Ist das mittlerweile Nummer 4? Ich glaube, ja. Gibt aber auch in 1000 Varianten als Aeons Elite, als Dark, als Legendary. Freunde, wer es braucht, der kann sich glücklich schätzen. Ja, früher war Stealth in meinen Augen wirklich zu Spyros Adventure-Zeiten die stärkste gewesen. Mittlerweile natürlich nicht mehr. Ich habe es ein bisschen schade gefunden, dass sie wiederkehrt. Aber, Freunde, ich wusste da aber auch noch nicht, dass die Attacken nicht wieder dieselben sind. Ja, was ich jetzt hoffe. Ja, sie hat eine andere Waffe. Und anders als bei den anderen Wiederkehren ist es so, dass die jetzt einfach neue Attacken hat. Ja. Und das finde ich wirklich sehr gut bei den wiederkehrenden Skylander, dass die alten Attacken da nicht einfach draufgepackt wurden. Und dann, hier nochmal hast du eine Wow-Power-Attacke. Ne, mach einfach. Wisst ihr, wie ich meine? Freunde, das war schlecht. Aber jetzt, Freunde, sind wir gespannt auf Supershot Stealth 11. Und ich würde sagen, ich habe lang genug geredet. Das muss man sehen. Geben wir Gas. Die Werte, Freunde, haben wir. Maximale Gesundheit. 437 eigentlich, plus 50 ist hier wegen der Supercharge-Kombo mit dem Stealth-Stinger. Dann haben wir Tempo 50. Rüstung liegt hier bei 12 eigentlich. Hier 22 wahrscheinlich auch wegen der Supercharge-Fähigkeit. Und kritische Trefferwahrscheinlichkeit 6. Elementarkraft liegt hier bei 25. Dann haben wir die Verbesserung, Freunde. Haben wir einmal die erste Attacke, die Dolchkanone. Drücke und halte Viereck, um Gegner anzuvisieren und sie mit dem Dolchen zu beschießen. Ja, diese Waffe verschießt Dolche. Sieht man eigentlich gar nicht. Ja, das schauen wir uns gleich nochmal an. Und dann haben wir einmal, sag Hallo. Hallo. Drücke Kreis, um zu verschwinden und ein Geschütz zu erschaffen. Jawohl, das Gegner ablenkt. Aufgepasst. So, hier haben wir einmal diese Dolche, Freunde. Sieht eher aus wie Pfeilspitzen. Das Gute daran ist aber, der visiert hier die Gegner an, Freunde. Ja, visiert hier die Gegner an und dann ab dafür. Ja, schön draufschießen, passt, Freunde. 31er Schaden, so macht es definitiv Spaß. So. Da haben wir diese Geschützkanone. Die. Irgendwie. Nichts macht. Das ist einfach nur, um die Gegner abzulenken, denke ich mal, oder? Wartet mal, gucken wir doch nochmal direkt hier. Sieh dir dieses Können an. Ja, genau, das Gegner ablenken. Also ist, wie damals diese Dummies, wisst ihr das noch? Die hatte da diese komischen Dinger da gerufen, da diese Vogelscheuchen oder was das waren. Und, ja, jetzt ist halt eine Kanone. Okay. So. Hi! Einen wunderschönen Hut hast du da, muss ich sagen. Es ist so schön, mit dir zu tanzen. Selbst in dieser Zeit voller Aufruhr und Gefahren. Natürlich. Also, während Persephone uns immer noch das Gleiche erzählt und uns immer noch nicht die Attacken vorliest, lese ich euch die vor. Wir haben hier den Kreishieb. Die dritte Attacke von Supershot Stealth 11. Drücke Dreieck für eine akrobatische Drehung, die Gegner in der Nähe trifft und zurückstößt. Jawohl. Nehmen wir mit. Genau, das brauche ich. Ja, dann wollen wir sehen, ob du das brauchst. So, aufgepasst. Ah, okay. Geht auch noch so ein Stück nach vorne, das finde ich sehr cool. 20er Schaden haben wir und zieht nur einmal ab. Ne? Ja, sehr gut, würde ich sagen, passt. Bist du bereit für eine neue magische Verbesserung? Nadelspitze Dolche. Die Dolchkanone verursacht mehr Schaden, bring es auf den Punkt. So, ich bin gespannt. 31 war es gerade, jetzt haben wir 36, heißt, hat sich hier um 4 Schadenspunkte erhöht. Hallo, sehr gern nochmal. Für meinen kleinen Freund. Das Geschütz schießt nun Gegner vor sich. Aufruhr und Gefahren. Genau das brauche ich. Aufgepasst. Jawohl, jawohl. Das so, Freunde. So wollen wir das haben. Guckt euch das an hier. Jawohl. Endlich, Freunde. Das geht doch ab hier. Guckt euch das an. Wie heftig, oder? Habt ihr gesehen, was eine Geschwindigkeit jetzt geschützt hatte? Hammer! Vielleicht ist ja hier so ein... Ja, leider nicht. Okay, der Psycho hat hier so einen Stein drin. Wer? Ja, Freunde, das war geil. Das war geil mit dem Geschütz. Aufgepasst jetzt. Okay, mal sehen, aus welchem... Jawohl! Du geschützt bist. Schaltet diese ganzen
ganzen Griebels aus und gib. Freunde, läuft. Die Frage ist. Geht aber auch sofort kaputt. Ne, Freunde, das müssen wir bedenken. Wird es einmal getroffen, geht er sofort kaputt. Das wollte ich nämlich rausgefunden haben jetzt. Ne? Okay. Ich kann jeden Ort erreichen, an den du gehst, um dir magische Verbesserungen zu bringen. Drehtempo. Sei für einen kurzen Moment nach einem Kreishieb schneller. So. Ja. Kurzer Moment ist eigentlich schon relativ lang, so mittelmäßig, ne? Ihr müsst mal, hört mal das Geräusch, ich bin mal ganz ruhig jetzt, hört mal das Geräusch jetzt hier, wenn die dann, man hört richtig, dass die auf einmal schneller ist. Fertig, aufgepasst, hört genau hin. Habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört? Habt das gehört, Freunde? Ich hoffe ja. So. Ich kann jeden Ort erreichen, an den du gehst, um dir magische Verbesserungen zu bringen. Jetzt haben wir die beiden Wege, Freunde. Einmal natürlich schwerer Schütze. Konzentriere dich auf kraftvolle Fernangriffe mit der Dolchkanone. Einmal Tarnsaboteur. Tarnsaboteur. Setze Täuschungsmaßnahmen ein, um zu verschwinden und Gegner anzugreifen, ohne dass die wissen, was sie getroffen hat. Okay. Wisst ihr was? Das hört sich beides sehr gut an. Nebelhieb. Erschaffe eine Giftwolke, wenn du den Tarnmodus verlässt. Ganz aufgedreht. Projektile der Dolchkanone bewirken mehr Schaden, je länger du Vierecke gedrückt hältst. Geschosssplitter. Projektile der Dolchkanone zersplittern, wenn sie Gegner treffen und treffen weitere Gegner in der Nähe. Wenn die jetzt von der Wand abprallen würden, wäre es irgendwie besser. Ablenkungszerstörung. Das Geschütz explodiert am Ende und beschädigt Gegner in der Nähe. Auch wenn das selbst zerstört wird von einem Gegner. Erwerbsintelligenzmodus. Das Geschütz zielt auf Gegner in der Nähe und richtet mehr Schaden an. Siegesdreh Kreishieb bewegt mehr Schaden und stößt Gegner weiter fort. Okay. Ja, das ist jetzt wirklich sehr... Also ich bin in der festen Überzeugung, dass das Geschütz für uns besser ist, weil wir können ja, passt mal auf, ich zeige euch das einmal, was ich vorhabe. Ja, können wir doch nicht. Das heißt, doch, ich kann dann hier mit der Dreiecktaste angreifen. Okay. Seht ihr, ich kann dann so angreifen, ohne getroffen zu werden, würde ich aber... Ah, weil die bestimmt keine Waffe mehr in der Hand hat, ne? Kann das sein? Die hat dann bestimmt ihre Geschützkanone gar nicht mehr in der Hand. Deswegen kann die auch nicht mehr weiter angreifen. Bist du bereit für eine neue magische Verbesserung? So, in meinen Augen finde ich persönlich besser, dass der Tarnsaboteur besser ist. Obwohl ich sagen muss, schwere Schütze ist, hört sie auch nicht schlecht an. Ne? Boah, jetzt bin ich recht am Überlegen, Freunde. Ne? Ich weiß es jetzt ehrlich nicht. Ja, wir nehmen den Tarnsaboteur. Ich denke, die Attacke ist irgendwie bestimmt lustiger und die... Ich denke mal, die hilft uns auf jeden Fall weiter als das hier, weil eigentlich ist unsere Dolchspitzenkanone, dieser Schuss 36, ist eigentlich schon relativ stark, ja, und der nimmt ja auch ordentlich Geschwindigkeit auf, wisst ihr, wie ich meine? Und dass er dann hier von den Gegner abprallt, ne? Ja, weiß ich nicht, Freunde, ne? Ist okay. Lass uns mal das hier nehmen. Also, das Geschütz explodiert am Ende und beschädigt Gegner. Ja, nee, also. So, wir schauen einmal, was das abzieht. Für mich ist natürlich die Frage, zieht das auch 68 Schadenspunkte ab, wenn das Geschütz von einem Gegner kaputt gemacht wird? Ja, tut es. Auf jeden Fall. Finde ich sehr gut. Und somit denke ich mal, haben wir erst einmal alles richtig gemacht. Ja. Finde ich gut, auf jeden Fall. Hallo, sehr gern nochmal. Es ist so schön. Erwerbsintelligenzmodus. Das Geschütz zielt auf Gegner in der Nähe und richtet mehr Schaden an. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob es sich jetzt dreht. Aufgepasst. Jawohl. 42er Schaden, vorhin hat sie ja nochmal um 8 Schadenspunkte erhöht.
So muss es definitiv sein. Finde ich gut, finde ich sogar sehr gut. So, jetzt hole ich mal um die drei Greebles, weil ich will das jetzt unbedingt mal sehen. Zieh einfach an diesem Hebel und beginne dein Training. Ich hätte mir noch gewünscht. Ich weiß nicht, irgendwie sieht ja die nicht als Gegner an. Ich verstehe das gar nicht. Verstehe ich nicht. Ich bin hier, wenn du bereit bist. Echt komisch teilweise. Echt komisch teilweise. Bist du bereit für eine neue magische Verbesserung? So. Geld reicht so gerade aus. Siegesträder, Kreishieb bewegt mehr Schaden und stößt Gegner weiter fort. Okay. Ja, 26 Schadenspunkte, Freunde, ist okay. So, ihr habt es gerade einmal kurz gesehen, hoffentlich. Ich habe das eigentlich gemacht, um euch zu zeigen, also hier oben, wie weit wir die wegschleudern können. Ich bin gespannt, jetzt komm mal her, du Griebel, Miebel. Den habe ich direkt aus dem Ding hier geballert. Guck mal. Super. Den baller ich direkt aus der Dingen hier. Richtig geil. Richtig geil. Bist du bereit für eine neue magische Verbesserung? So, und damit kommen wir, Freunde, zur Seelensteinfähigkeit. Gesundheitself. Nach einer Verletzung oder dem Besiegen eines Gegners erscheint ein vertrautes Gesicht und bringt einen Gesundheitsbonus. Das sieht aus wie Ninjas Whisper Elf, ne? Wie Ninja Whisper Elf sieht das aus. Schauen wir mal. Nach einem besiegten Gegner. Wie gut, dass wir oben ein paar Gegner haben, die wir kaputt machen können. Zieh einfach an diesem Hebel und beginne dein Training. Halt dich an den Trainings... Irgendwie war da kein, irgendwie war da kein, sag mal schnell, kein Whisper-Elf. Ich finde doof, dass die Greebles mir keinen Schaden abziehen. Das finde ich richtig doof. Sag mir, was du drauf hast, ja, Freunde, dann müssen wir das wohl im Let's Play machen. Warum auch nicht, ne? Machen wir dann auf jeden Fall ab Folge 23. Wird dann Whisper Elf geskillt. Ach, jetzt bin ich bei Whisper Elf, ey. Wird dann Stealth Elf, ja, geskillt. Gespielt. In dem Sinne, Freunde, war es das von meiner Seite aus erstmal gewesen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, haut rein und Peace.